Dankeschön. Ja, freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Zu jeder guten Überschrift gehört auch immer eine Unterschrift, um das alles noch ein bisschen sperriger zu machen, wie man eine Community aufbaut mit über 210 Mitgliedern und das irgendwie erfolgreich macht und dabei 300 Open-Source-Projekte verwaltet. Wer bin ich denn? Was mache ich denn? Wer von euch viel auf GitHub unterwegs ist, hat vielleicht schon mal dieses uralte Foto gesehen mit einem sehr suspekt guckenden Menschen und einem zu kurzen Patchkabel in der Hand. Ich bin Tim, komme aus Köln. Ich habe mal bei so einem kleinen Webhost da in Falkenstein gearbeitet. Dann war ich bei einem anderen Hoster hier in Köln und bin so seit 2015 so in der Open-Source-Community aktiv. Mache Kram bei Vox Populi und bin beruflich ansonsten IT-Consultant und tingle so ein bisschen durch Deutschland. So, und ja, was Vox Populi ist und wie man Open-Source-Community baut, darum geht es heute. Am Anfang ein ganz, ganz kurzer Exkurs, was eigentlich Puppet ist, weil das so mein Beispiel ist, an dem ich das alles so ein bisschen erkläre. Wer von euch hat schon mal von Puppet gehört oder mit Puppet gearbeitet? Ja, das sind ja 30-40%, nicht schlecht. Für die, die das noch nie gehört haben, Puppet Infrastructure as Code Software, in der ich so ein bisschen definieren kann, wie meine Infrastruktur aussieht, und Puppet kümmert sich dann darum, dass das alles umgesetzt wird, ist eine deklarative Sprache, kommt von der Firma Puppet Inc., wurde mal aufgekauft von Perforce, das Ganze gehört zu, oder das Ganze hat eine Apache 2 Lizenz. Und so mal ganz exemplarisch sieht Puppet-Code aus, wird immer eingeleitet mit Class, dann kommen so ein paar Statements, die irgendwas machen. In dem Beispiel wird das Nginx-Paket installiert, danach schreibe ich eine Config-Datei und dann sorge ich dafür, dass der Dienst Nginx gestartet wird und das Ganze auch bitte in der Reihenfolge und nicht versuchen, den Service zu starten und danach das Paket zu installieren. Das wird vermutlich nicht klappen. So. Am Anfang seiner Klasse kann man ein bisschen Dokumentation mit einfügen und kann die einzelnen Parameter dokumentieren. Und das war im Prinzip Puppet. Eigentlich alles total simpel. Und wie wird das Ganze verteilt? Ich kann mehrere dieser Klassen in einem Verzeichnis haben. Das Ganze nenne ich dann ein Modul. Und wenn ich das verteilen möchte, dann packe ich das in so ein Target Set und kann das irgendwie anderen Leuten geben und die können das Ganze dann benutzen. Im Prinzip so, wie das auch mit Ruby-Gems benutzt wird im Ruby-Ökosystem. Python-Pakete machen auch nichts anderes. Und so ein DEP oder so ein RPM-Paket ist eigentlich genau das Gleiche. Ich habe immer irgendeine Software, die packe ich irgendwie zusammen und da muss ich schauen, dass ich den ganzen Krams zu meinen Benutzern bekomme. So. Im Puppet-Umfeld ist es so, dass ich für ein Modul, was sich um eine Softwarekomponente kümmert, in dem Fall war es gerade Nginx, wird immer in einem Git-Repository verwaltet. Möchte ich mehrere Komponenten mit Puppet managen, lege ich mir entsprechend mehrere Git-Repositories an und so ist diese Vox Populi-Organisation auch zu über 300 Git-Repositories gekommen. Wer von euch benutzt denn Open-Source-Software? Sind nicht ganz alle interessant, okay. Wer von euch benutzt denn Open-Source-Software und wollte da schon mal einen Bug-Report erstellen, weil irgendwas nicht funktioniert hat? Ja, das sind leider auch fast alle. Und wer hat denn dabei festgestellt, dass das Open-Source-Projekt seit irgendwie 3 Jahren tot ist und nur einen Maintainer hatte und der ist vom Bus überfahren oder so? Ja, die Hälfte. Okay, wer von euch hat denn ein Open-Source-Projekt auf GitHub und hat da seit 3 Jahren nicht mehr reingeschaut nach offenen Issues oder Pull-Requests? Also wenn jetzt die erste Gruppe mit der zweiten Gruppe sprechen würde, dann könnten wir ganz viele Probleme lösen. Ja, es gibt da eine gewisse Überlappung. Ja, genau, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Wir alle nutzen irgendwie Open-Source, mal mehr, mal weniger. Manchmal wollen wir daran auch irgendwie mitarbeiten. Manchmal haben wir auch eigene Open-Source-Projekte oder zumindest eins und manchmal fehlt einem dafür irgendwie die Zeit oder man findet einfach selber Projekte, die irgendwie tot sind oder das ist irgendwie schlecht und da ist die Frage, was können wir denn da jetzt dagegen machen? Und ein so ein Lösungsansatz aus dem Puppet-Ökosystem ist
Vox Populi, der Name dieser Organisation, ist lateinisch und heißt Stimme der Puppen. Das ist kein Tippfehler, das heißt nicht Stimme des Volkes oder sowas. Was macht denn Vox Populi? Wir verwalten in erster Instanz ganz, ganz viele Puppet-Module. 2021 habe ich mal nachgezählt, da waren es so 150 Stück. Aktuell haben wir 190 aktive Puppet-Module und einen Haufen Beiwerk aus dem Ökosystem. Und zu diesem Beiwerk gehören unter anderem auch so ganz viele Ruby-Gems. Mittlerweile sind auch so ein paar Projekte in Go dabei. Wir haben irgendwie 4 Stück, die in Python geschrieben sind. Das ist ein sehr, sehr buntes Sammelsurium. So, das ist eine ganz, ganz große Community aus Leuten, die sich irgendwie aus der ganzen Welt zusammensetzen. Und wir sind irgendwie immer offen für neue Features, für neue Veränderungen und auch für neue Leute. Gibt da einen großen IRC-Channel, sowas benutzen wir noch. Wir haben auch noch so einen Slack-Channel, die beiden sind noch miteinander verbunden. Da kann man auch so alte Generationen, Menschen, neue Generationen miteinander verbinden. Ist immer ganz toll, sonst verliert man irgendwie die Hälfte unterwegs. Und ja, da gibt es einfach immer mal wieder Leute, die auch irgendwas, immer mehr so exotischere Betriebssysteme benutzen, sei es irgendwie so ein Arch Linux oder auch mal so ein Gentoo und sagen, hey, ich würde eure Software irgendwie gerne portieren auf meine Plattform. Habt ihr da irgendwas dagegen? Und natürlich nicht. Wenn der Krams irgendwie funktioniert, wir sind dafür alles offen, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und das Ziel von Vox Populi ist es, so ein Zuhause zu bieten für eben diese ganzen verwaisten Open-Source-Projekte, um irgendwie sicherzustellen, dass es irgendwie nicht nur eine einzelne Person ist, die den Kram irgendwie alleine maintaint. Und dann haben wir zusammen so ein Kollektiv geformt, weil wir festgestellt haben, Dinge zusammen zu maintainen, funktioniert einfach wesentlich, wesentlich besser. Ja. Und als dieses große Kollektiv ist halt so eins unserer Ziele, dass wir irgendwie sicherstellen, dass es so eine kontinuierliche Weiterentwicklung von den ganzen Open-Source-Programmen gibt und dann am Ende nicht hier der halbe Raum sagt, oh, das ist irgendwie alles tot. Wie hat sich Vox Populi entwickelt die letzten Jahre? Wir sehen unten immer so eine Messskala mit irgendwie Jahr und Monat und die Anzahl der Mitglieder in der GitHub-Organisation, die wir haben. Das sind alles Mitglieder, die irgendwelche Schreibrechte auf irgendwelche Repositories haben. Und da sieht man ganz gut, dass die Organisation doch regelmäßig wächst. Die Messabstände sind ziemlich unregelmäßig. Das liegt daran, dass wir das nicht irgendwie periodisch ermitteln, sondern immer, wenn irgend so ein Hansel so einen Vortrag halten muss auf irgendeiner Konferenz. So. Deshalb sieht man auch hier unten so 2021 bis 2023, da war so ein komisches Gap. Während Corona war da nicht so viel. Und jetzt sieht man, also da gab es mal so einen Peak im März und dann nimmt das so ein bisschen ab. Dann könnte man sich fragen, ach, Infrastructure as Code, ist das denn irgendwie alles tot? Machen Leute irgendwie nur noch AWS und Terraform? Nee, nicht ganz. Also nach monatelanger der Ankündigung haben wir 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert auf GitHub. Und das schmeißt dann halt Leute aus der Organisation raus, die das nicht anhaben. Da gab es irgendwie so ein paar Karteileichen, die dann auch bei uns rausgeflogen sind. Wenn ihr jemand bei GitHub arbeitet, es wäre total geil, wenn man den Maintainern einer Organisation mitteilt, welche Leute denn 2-Faktor-Authentifizierung noch nicht anhaben und die vielleicht auch mal irgendwie vorwarnt oder so und nicht einfach kommentarlos aus der Organisation rauswirft. Also ich weiß jetzt, dass da 3 Leute fehlen, aber ich weiß nicht welche. Es ist ein bisschen schwierig. Naja. Was für Leute machen denn so bei Vox Populi mit? Womit haben wir denn so zu tun in unserer Open-Source-Welt und in der Open-Source-Arbeit? Viele von den Leuten, die irgendwie mal so das erste Mal einen Pull-Request stellen oder auch einfach bei uns Mitglied werden wollen, die kennen sich vielleicht mit der Programmiersprache oder mit der Skriptsprache aus, um der es in diesem Open-Source-Projekt geht und damit können sie auch ganz gut umgehen. Die Leute haben aber sehr, sehr wenig Ahnung von Git. Also ein Git-Commit kriegen die meisten noch hin und so ein Git-Push auch. Aber dann hat man mal mehrere offene Pull-Requests. Der eine wird gemerged, der zweite Pull-Request, der müsste mal gerebased werden. Und da sehen wir immer ganz gut dran, Leute, die das erste Mal
an Open-Source-Projekten arbeiten und vorher Softwareentwicklung nur in Firmen gemacht haben, die sind mit einem Git Rebase in der Regel schon überfordert, weil die nutzen in der Firma keine Versionskontrolle, keine Ahnung, wie sie das Software entwickeln oder nutzen noch SVN oder so ein Kram oder schicken sich Patches per E-Mail, ich weiß es nicht. Also das ist alles sehr, sehr obskur und ja, da sieht man manchmal ganz gut den Unterschied zwischen Leuten, die mal regelmäßig Open Source Contributions machen oder Softwareentwicklung nur in der eigenen Firma. Der nächste traurige Punkt, was wir so festgestellt haben, auch die Leute, die das erste Mal so Open Source Beiträge machen, die können oft keine Tests schreiben. Das ist egal, welches Test-Framework benutzt wird, egal, ob das jetzt ein Git-Repository ist, wo es irgendwie um Puppet-Code geht oder unsere Ruby-Projekte, da gibt es eine große Latte an verschiedensten Frameworks und Lintern, die wir in den einzelnen Repositories benutzen. Aber auch da hat man den Eindruck, dass die Leute in den Firmen sowas eher zögerlich benutzen, was so ein bisschen erschreckend ist, gerade wenn man sich danach mal so ein bisschen mit den Leuten unterhält und man schaut, okay, aus welcher Firma kommt ihr eigentlich und ihr verkauft Software und wie viele Millionen damit macht ihr im Jahr? Und das sieht bei denen alles nach einem sehr fragilen Kartenhaus aus. Und mittlerweile habe ich da den Eindruck, dass die meiste Open-Source-Software, mit der ich arbeite, irgendwie besser getestet ist und eine bessere CI-Infrastruktur hat als die meisten Firmen für das, was die professionell machen. Bisschen suspekt. Aber gut. Genau. Was sind das noch so für Leute? Viele sind auch einfach keine klassischen oder keine reinen Entwickler, sondern haben irgendwie mehr so einen Admin- oder DevOps-Hintergrund oder wie auch immer man das mittlerweile nennen möchte. Die maintainen halt irgendeine große Linux-Plattform, sei das jetzt irgendwie in der Cloud oder on-premise, und nutzen dann in der Regel Puppet oder irgendwelche anderen von unseren Tools, um die Firma irgendwie am Leben zu erhalten und schreiben in der Regel oder schreiben hin und wieder mal Patches für uns und versuchen die als Pull-Request entsprechend einzureichen. Und so der letzte Block sind eigentlich dann Consultants, die im Auftrag von Kunden auch irgendwelche Contributions machen. Das ist dann in der Regel Code, der sehr, sehr gut dokumentiert ist und auch sehr gut getestet ist. Aber das sind halt Leute, die sehr, sehr sporadisch mal Pull-Requests bei einem aufmachen. Das kommt halt immer sehr stark auf den Kunden drauf an, möchte der Code rausgeben oder nicht. Und manchmal sind es dann auch Patches für sehr, sehr obskure Edge Cases, in die man eigentlich gar nicht erst reinlaufen möchte. So. Was waren also die Beweggründe für Vox Populi? Warum haben wir damit angefangen? Ich habe es am Anfang schon angedeutet, so ein Open Source Projekt zu maintainen ist schwierig, gerade wenn es ein erfolgreiches Open Source Projekt ist. Ich bin der Meinung, es ist egal, wie gut ich programmieren kann oder egal, wie gut meine Lösungsidee für irgendein Problem ist, wenn ich meine eigene Software nicht entsprechend dokumentiert habe und die Leute einfach nicht wissen, wie ich sie zu benutzen habe oder welches Problem ich mit meiner Software lösen kann, dann wird es halt keiner benutzen. So. Und dann hat man eigentlich schon so die erste Hürde, ich muss mir nicht nur Code ausdenken für das Problem, was ich lösen möchte als Maintainer, sondern ich muss den ganzen Krams auch nochmal irgendwie dokumentieren. Im schlimmsten Fall nur für mich, damit ich nicht vergesse, was ich da gemacht habe, aber im besten Fall auch für meine potenziellen Benutzer. Und damit fängt das Rabbit Hole dann an. Auf einmal hat man irgendwelche Benutzer, die meinen Krams benutzen wollen. Dann freut man sich so ein bisschen, bis sie dann so den ersten Bug-Report aufmachen und sagt, ach scheiße. Ich schreibe vielleicht doch nicht perfekten Code und muss mal schauen, in was für komischen Probleme die da reingelaufen sind oder die Leute benutzen meine Software vielleicht falsch oder nicht so, wie ich mir das vorgesehen habe. Oder sehen wir noch einmal Feature-Requests. Dann hier, ich habe so irgendeinen ganz obskuren Fall auf einer ganz komischen Plattform und möchte da deine Software benutzen und irgendwie funktioniert das nicht. Und dann sitzt man da zu Hause und hat die Hardware nicht und das ist alles ein bisschen schwierig nachzustellen. Und dann fragt man sich auch, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Bug-Report oder dem Feature-Request? Lasse ich den auf? Oder gehe ich raus durch die Alpakas, weil das mir alles zu nervig wird mit Open Source?
Und das ist dann schwierig. Ne? Wenn das Projekt sehr schnell wächst oder einfach sehr, sehr groß wird, verliert man einfach manchmal so das Interesse daran, das selber zu maintainen, weil es einfach zu viel ist. Oft sind so Open-Source-Projekte auch aus dem Arbeitsumfeld raus entstanden, weil ich dachte, hey, auf der Arbeit habe ich irgendwie Problem XY, da könnte ich mal eine Lösung für schreiben, kriegt aber vom Chef keine Zeit für und hackt mal irgendwas am Wochenende zusammen. So sind irgendwie ganz viele Projekte entstanden und dann nutzt man die so ein bisschen auf der Arbeit und kriegt auf der Arbeit dann doch so ein bisschen Zeit, dann wechselt man mal die Firma, die Abteilung oder der Chef oder alles davon und dann liegt das auf einmal nur noch rum und wird nicht mehr von einem selbst maintained. Das wissen halt die Benutzer auf GitHub nicht. Die sehen, das ist da und ich will das weiter benutzen. So. Und das waren so die Problemstellungen, die wir so im Puppet-Ökosystem mal so gesehen haben vor 10, 12 Jahren. Und daraus hat sich dann so Vox Populi geformt, haben gesagt, wir sind irgendwie so ein loser Haufen an verschiedenen Entwicklern. Und wir haben eigentlich alle genau diese Probleme, die ich hier aufgezeigt habe, mal mehr, mal weniger. Und was kann man denn so dagegen tun? Genau, dann haben wir gesagt, hey, wenn wir irgendwie so eine große Gruppe sind und uns die Arbeit so ein bisschen aufteilen können, dann ist das vielleicht alles effizienter und wir können besser zusammenarbeiten und wir haben mehr Freizeit und vielleicht steigert das Ganze nochmal so ein bisschen die Qualität von der eigentlichen Software und davon haben die User dann auch wieder was. Wie machen wir das alles denn überhaupt? Wer von euch in einer größeren Firma arbeitet, hat vielleicht schon mal ungefähr so ein Organigramm gesehen. Ja, also wir coolen Leute sind alle hier unten und haben die coolen Ideen. Und dann gibt es so drei Ebenen von Leuten, da weiß man nicht, was sie tun. Und der da oben hat das Geld. Ja, und dann ist immer die Frage, okay, wie komme ich denn von hier unten an das Geld da oben? Da so, ja, kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Und ich höre jetzt sehr selten, dass Leute sagen, also drei Hierarchien sind mir zu wenig, ich hätte gern mehr. Ja, in der Regel möchte man, dass das eigentlich anders aussieht. Das ist irgendwie oft demotivierend. Dann kämpft der irgendwie gegen den, weil die verschiedene Jahresziele haben. Dann denke ich mir unten, es ist mir doch egal, ich habe gar keine. Ich will hier nur mit Linux spielen, lasst mich doch einfach machen. Traurig. Es ist viel persönliches Leid in diesen Slides drin. So. Und dann dachten wir uns bei Vox Populi, na, wie können wir das denn anders machen? Also so eine Hierarchie mit so einem Chef und so, der Dinge entscheidet, das ist alles scheiße. Wie können wir das denn machen, dass wir alle zusammen entscheiden, aber vielleicht nicht immer alle, weil das ist ein bisschen zu viel. So ein Mittelding. So. Deshalb bei Vox Populi haben wir uns das vor sehr, sehr vielen Jahren dieses Modell mal abgeschaut von der OpenStack Foundation. Es gibt eigentlich nur zwei Gruppen. Die oberste haben wir jetzt Collaborators genannt. Das sind all diese Leute auf GitHub, die irgendwie Merch-Rechte haben. Also da zählen wir jeden dazu, der irgendwas mit Vox Populi zu tun hat. Und davon ist jeder erstmal gleichberechtigt. Und es gibt ein gewähltes Gremium, wird einmal im Jahr gewählt aus 5 Leuten. Und wir arbeiten nach dem Lazy Consensus Modell. Das heißt, wenn jemand irgendeine Idee hat, wie irgendwas geändert werden soll, kann er dafür einen Vorschlag machen. Da gibt es dann verschiedene GitHub-Projekte. Da macht man irgendwie so ein Issue auf und schreibt, hey, ich habe gesehen, XY ist ein Problem. Können wir da mal drüber sprechen? Mein Vorschlag ist, wir machen X. So, wir nutzen jetzt keine harten Tabs mehr, sondern 2 Leerzeichen oder so als ganz banales Beispiel. So. Und dann kann man das ausdiskutieren und Lazy Consensus bedeutet, jeder, der eine Meinung hat, kann dann was dazu schreiben und wer keine Meinung hat oder wem es einfach egal ist, weil er einen coolen Editor hat, das stimmt halt einfach überhaupt nicht ab und fertig. Und am Ende schaut man, okay, wofür ist die Mehrheit? Dann machen wir das. So, eigentlich relativ simpel. Und sollte es mal vorkommen, dass bei irgendeiner Entscheidung es irgendwie 50-50 steht, dann hat dieses Project Management Committee die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen jetzt A oder B oder wir warten noch mal eine Woche, einen Monat länger mit der Abstimmung, sowas. Aber in der Regel kann die große Gruppe immer eigenständig alles an Entscheidungen treffen,
die irgendwie anstehen. Und es gibt den Leuten unglaublich viel Macht. Und man kann damit sehr schnell Entscheidungen treffen und muss nicht 17 Mal das Organigramm rauf und runter rattern und erstmal rausfinden, wer ist denn jetzt verantwortlich, wer darf denn diese Entscheidung treffen, hat er denn dafür noch genug Budget, muss er das noch absprechen mit irgendwem, nein, das muss jetzt in den Leitungsausschuss und das haben wir hier alles nicht. So. Und allein dadurch, dass man Entscheidungen viel, viel schneller treffen kann und dass die Leute das direkt beeinflussen können, motiviert das die Leute einfach viel, viel mehr mitzuarbeiten und die sind wesentlich glücklicher. Und ja, ich finde, das ist ein ziemlich cooles Modell, das funktioniert jetzt seit über 10 Jahren sehr, sehr gut und ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel, dass man zumindest in einigen Konstellationen nicht immer so ein Riesenorganigramm braucht mit Leuten, bei denen man nicht weiß, was sie eigentlich tun. Was besprechen wir denn eigentlich so? Oder was für Entscheidungen treffen wir denn so? Wir haben von Anfang an in der Gruppe nicht Leute gehabt, die auf verschiedenen Kontinenten waren, die haben verschiedene Sprachen gesprochen oder sprechen sie immer noch. Und da merkt man einfach, ich muss mich von Anfang an so ein bisschen überlegen, wie ich denn meine Arbeit strukturiere. Und gerade wenn es um Softwareentwicklung geht, wenn sich mal zwei Leute dafür entscheiden, wie will ich irgendwie meine Variablen benennen, nehme ich immer irgendwas Kurzes, so A, I, Fu, Fuba, oder gebe ich dem irgendwas Aussagekräftiges, was aber vielleicht so lang ist. Da einigen sich vielleicht irgendwie zwei Leute drauf und sind dann damit zufrieden. Wenn es aber der Rest der Gruppe nicht mitbekommt, dann ist das schlecht. So, und das haben wir am Anfang mal gesehen, da hat jemand sich für irgendeinen Style entschieden, hat das entsprechend umgesetzt in einem Pull-Request und ein halbes Jahr später dachte sich jemand, ach, das wäre doch voll cool, wenn das anders aussieht, nämlich so wie früher, und das ist alles wieder umformatiert. So. Und wenn man nicht weiß, dass es früher mal so eine Entscheidung gab auf irgendwas, dann ist das halt doof und dann kann es dazu kommen, dass man sich eigentlich regelmäßig mit unnützen Themen beschäftigt, irgendwie seinen Code umformatiert, umstrukturiert, wie auch immer. So. Deshalb haben wir gesagt, wenn uns irgendwas unklar ist, wenn es vielleicht für irgendeine Sprache einen offiziellen Style Guide gibt, der irgendwie unklar ist oder sowas, da müssen wir darüber reden, was irgendwie uns am besten gefällt und dafür, wofür die Mehrheit ist, das wird dann aufgeschrieben. Das steht auf der Webseite und da kann jeder nachgucken, wofür wir uns entschieden haben und es gibt dazu immer eine Diskussion, in der man nachvollziehen kann, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und wenn im Nachgang dann irgendwer unglücklich mit dieser Entscheidung ist, kann man das immer noch mal nachgucken und sieht dann, okay, ah, das wurde aus den und den Gründen gemacht und dann akzeptiert man das vielleicht. Oder wenn auch einfach neue Leute mit hinzukommen, die müssen ja auch wissen, wie wird hier eigentlich gearbeitet. Und auch da sehe ich das irgendwie als Consultant in ganz, ganz vielen Firmen. Es passiert einfach sehr viel über Mundpropaganda. Und wenn ich ein kleines Team habe, was einfach eine sehr, sehr geringe Fluktuation hat, dann tendieren die Leute dazu, einfach sehr, sehr viel mündlich abzusprechen. Gerade wenn man vielleicht immer zusammen im Büro hockt oder sowas. Dann habe ich dann nicht die Notwendigkeit, das irgendwie aufzuschreiben, bis nach 4 Jahren vielleicht doch mal einer eingestellt wird oder so. Und dann fragen die Leute nach, ja, wie wird denn hier gearbeitet? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich mal der Peter überlegt, aber der kommt jetzt nicht mehr so oft, der ist in Altersteilzeit, da müssen wir ein bisschen warten. So, und dann dauert so eine Einarbeitung Wochen oder so. Und das ist Quatsch. So. Und ja, eigentlich klingt es total banal. Man spricht über Dinge, die man entscheiden möchte und schreibt das Ergebnis auf. Wird aber trotzdem ganz, ganz oft nicht gemacht. Und genau, deswegen hier nochmal explizit erwähnt. Und Gegebenheiten ändern sich auch mal. Und wir haben auch festgestellt, es ist vollkommen okay, wenn man sich mal für irgendwas entschieden hat, das hin und wieder nochmal zu überdenken und zu sagen, okay, das war vielleicht vor x Jahren mal sinnvoll. Aber die Umstände haben sich geändert und wir entscheiden uns jetzt doch für irgendwas anderes. Auch vollkommen okay, muss man halt einfach aufschreiben. So. Das haben wir 10 Jahre lang gemacht und haben auf der Webseite so einen riesigen Block auf Text,
mit allen möglichen Hinweisen, wie wir uns so Pull-Requests anschauen, worauf wir achten, wie der Code zu formatieren ist. Und Puppet Lab selbst hat für ihre eigene Sprache das Gleiche. Das ist bei denen aber eine sehr, sehr grobe Umschreibung und an vielen Stellen bietet das Interpretationsspielraum und das ist halt schlecht. Weshalb Puppet Labs dann selbst irgendwann gesagt hat, ey, diese Community, die hat das irgendwie super dokumentiert, wir übernehmen das. So, und jetzt gibt es einen Standard, da halten nicht nur wir paar Hansel uns dran, sondern im Prinzip das ganze Ökosystem, einfach weil das über Jahre wunderbar gewachsen ist. Aber so Style Guides bringen eigentlich nur was, wenn ich verschiedene Tools habe, mit denen ich das Ganze auch irgendwie erzwingen kann. Und ja, im Puppet-Ökosystem gibt es da verschiedene Dinge, Puppet-Lint, Puppet-spezifisch. RuboCop kommt aus der Ruby-Ecke, wird auch so ein bisschen im Puppet-Einsatz benutzt. Und wir haben einige Informationen in JSON-Dateien rumliegen, dafür gibt es auch nochmal entsprechende Linter. Und das gibt es halt für jedes Ökosystem. Na, egal, ob ich jetzt mit Java entwickle oder Kotlin oder Go oder Python oder was weiß ich in der Firma oder auch in meinem Open-Source-Projekt. Ich kann nur empfehlen, kümmert euch frühzeitig darum, welche Linter gibt es denn, welche Style Guides gibt es denn und kann ich die irgendwie anwenden? So. Und wenn man mit irgendwelchen Entscheidungen von irgendeinem Linter nicht zufrieden ist, bin ich der Meinung, sollte man nicht versuchen, den Linter zu deaktivieren, sondern spricht dann mit den Entwicklern des Linters und versucht mal nachzuvollziehen, warum wurde denn diese Entscheidung so getroffen? Und RuboCop ist da ein ziemlich gutes Beispiel, mit den Leuten interagieren wir öfters. Und auch da haben wir dann schon so ein paar Bugs gefunden und haben dann auch festgestellt, okay, sie erzwingen irgendwie eine bestimmte Art von Formatierung oder von Style, die aber unter den und den Aspekten dann doch nicht so sinnvoll ist und dann wird das Ganze nochmal so ein bisschen verschärft oder gefeintuned. Nächster Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, eine ordentliche CI-Umgebung, um Tests auszuführen und auch die Linter. Wenn sich einer traut, wer von euch entwickelt denn irgendwie Software in irgendeiner Firma und hat dafür keine Tests? Keiner traut sich. Spannend. Dass das keiner macht, glaube ich nicht. Ja, CI-Systeme, warum ist das Ganze wichtig? Als jemand, der Pull-Requests reviewt, will ich mir das nicht den ganzen Tag anschauen und bei jeder Stelle überlegen, okay, ist das jetzt richtig formatiert, ist das jetzt sinnvolle Logik, gibt es da überhaupt einen Test für, funktionieren da meine Tests noch? Das sind ganz, ganz viele Aufgaben, die kann ich irgendwie automatisieren. Und als jemand, der einen Pull-Request erstellt und Code einreichen möchte in ein Projekt, möchte ich auch möglichst schnell Feedback haben, um zu wissen, funktioniert denn mein Code? Macht der vielleicht irgendwelchen vorhandenen Code kaputt, den ich persönlich gar nicht benutze, wo ich das selbst vielleicht gar nicht gemerkt habe? Und dafür ist unser CI-System sehr, sehr gut. Und alles, was irgendwie mit Tests oder mit Formatierung zu tun hat, das kann das CI-System halt abdecken und erspart dann den eigentlichen Reviewern Zeit, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Ein Feature von GitHub und GitLab sind so Code Annotations. Bedeutet, wenn ich einen Pull Request aufmache und ich habe so ein Diff, dann habe ich nicht nur eine CI-Pipeline, die sagt, ist alles kaputt, sondern die sagt mir auch, ach, genau in dieser Zeile, da gibt es einen Check, der heißt hier Layout Empty Lines und der schlägt da an und genau an dieser einen Zeile ist was kaputt und nicht irgendwo. So, und im Optimalfall ist da vielleicht nochmal ein Link dabei, wo detailliert erklärt wird, warum ich hier nicht zwei aufeinanderfolgende leere Zeilen haben darf. Was weiß ich wieso. Ja, aber so als schickes Beispiel. Das macht es den Leuten auch wesentlich einfacher, die den Code einreichen, aber auch den Reviewern. Also wenn ihr irgendwie Open-Source-Krams maintaint oder mit irgendwelchen CI-Pipelines arbeitet, schaut mal nach. Mittlerweile ist das ein sehr, sehr verbreitetes Feature, was einfach sehr, sehr viele Tools abdecken, was man leicht aktivieren kann. Und das macht es für alle wesentlich angenehmer, damit zu arbeiten. Anderes Tool, Puppet Lint, hat auch das gleiche Feature, kann mir auch sagen, ach, in der Zeile, da hat jemand einen neuen Parameter eingebaut, aber für den Parameter fehlt die Dokumentation.
Ne, was wir am Anfang in diesem Nginx-Beispiel hatten, oben stand so eine Raute, add param, bla 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 bla, wo so ein bisschen erklärt wurde, was macht eigentlich dieser Parameter, und genau das fehlt hier. So. Und da muss ich mich als Reviewer nicht drum kümmern und suchen, wurde das irgendwo dokumentiert, kann ich einen Check für haben. Und auch das ist wieder nicht Puppet-spezifisch, gibt es auch in irgendwie jedem Ökosystem. Und was wir noch machen ist, wir generieren dann anhand der Parameter, den Datentypen, den Standardwerten und der hier fehlenden Dokumentation. Das wird alles zusammengerendert und da fällt eine Markdown-Datei bei raus und die werden am Ende alle auf eine Webseite hochgeladen und da kann ich mir die Dokumentation für jede unserer Module anschauen. Und das Gleiche gibt es auch wieder im Ruby-Ökosystem und ist einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um aus dem Code heraus zwingend Dokumentation zu bauen und die dann für Entwickler oder auch für meine Benutzer zu veröffentlichen. Genau, und hier auch nochmal so ein Beispiel von einem anderen Tool. Hier gab es jetzt mal einen tatsächlichen Test, der wurde angepasst und der Test schlägt jetzt fehl. Und dann kriege ich auch genau die Fehlermeldung, ach, warum hat denn hier der Test fehlgeschlagen? Und sehe das auch direkt in der Übersicht von meinem Pull-Request und muss mich nicht erst durch meine verschachtelte CI-Pipeline hangeln, bis ich aus tausenden Zeilen irgendwie mal die eine Fehlermeldung finde. So. Das springen wir. Wie machen wir das denn alles so? Und wie sorgen wir denn dafür, dass das alles relativ schnell funktioniert und jeder damit zufrieden ist? Unsere Pipeline macht am Anfang für jede Änderung, die eingereicht wird, eine statische Code-Validierung, wo geschaut wird, ist die Syntax okay? Habe ich da irgendwelche Tippfehler drin oder kann ich das zumindest kompilieren? Ist ein Check, funktioniert in jeder Sprache, geht super, super schnell. Danach kommen für alle möglichen Sprachen, die wir so im Einsatz haben, unsere Linter, die dann schauen, okay, es funktioniert zwar, aber ist das auch so hübsch formatiert, wie wir haben wollen? Und am Ende generieren wir eine Matrix aus verschiedenen Tests. Wie machen wir das? In jedem Puppet-Modul liegt so eine JSON-Datei drin und da sind Abhängigkeiten definiert. Gibt es im Puppet-System, gibt es auch im Python-Ökosystem, da ist es dann meistens so eine setup.py und in Go gibt es das auch, da kann ich mir nicht merken, wie die Datei heißt, ist ganz, ganz gängig. So. Und hier steht zum Beispiel drin, welche verschiedenen Major-Versionen von Puppet supporte ich denn? Ne? 7 und 8 und 9 nicht, genau. 2 Stück habe ich in dem Fall. Und mein CI-Generator passt das entsprechend und kann mir dann meine Tests nicht nur einmal ausführen für irgendeine Puppet-Version, sondern ich kann ihm halt sagen, hey, pass mal auf, führe mir alle Tests einmal für die Puppet-Version 7 aus und einmal für die Puppet-Version 8. Und dadurch ist sichergestellt, dass ich nicht nur irgendeine CI-Umgebung habe, die vielleicht eine 15 Jahre alte Version testet, die ich zufällig auf meinem Debian Old Stable im Einsatz habe, sondern auch auf allem, was so ein bisschen moderner ist. Und in der Puppet-Welt können wir noch ein bisschen angeben, auf welchem Betriebssystem soll denn eigentlich unser Code laufen? Und auch hier haben wir das gleiche Ergebnis. Und so bauen wir uns automatisch eine Matrix zusammen, die eigentlich multipliziert wird, aus der Puppet-Version, die wir supporten, mal jeder Betriebssystem-Major-Version. Und ja, dadurch ist es sehr, sehr simpel, Support für irgendeine neue Plattform einzubauen und ich muss nicht daran denken, meine komplette CI-Pipeline noch mit anzupassen. Das geht halt alles automatisch und wenn irgendwie Debian 13 rauskommt, schreibe ich unten nach der 12 einen Komma, weil JSON kacke ist und schreibe danach die 13 dahin. Und das war's. Dann werden alle Tests, die ich habe, automatisch auch auf einem Debian 13 ausgeführt. So, und ich habe nur diese eine Stelle, die ich anpassen muss und ich muss nicht dran denken, dass ich vielleicht noch 17 andere Stellen habe. Genau. Das Ganze ist bei uns dokumentiert, kann man auch so wiederverwenden und das ist dann so der Code innerhalb des einzelnen Puppet-Moduls, wenn man unsere GitHub-Pipeline benutzen möchte. Ist in jedem Modul identisch,
Da referenzieren wir halt unsere Gitter-Pipeline aus diesem entsprechenden Repository. Ganz, ganz simpel kann man für das Ökosystem so bauen. Und jetzt habe ich als Maintainer von einem Puppet-Modul bei uns schon mal den Vorteil, ich muss mich nicht mehr um den ganzen CI-Krams kümmern. Und ich muss mich auch nicht darum kümmern, dass ich irgendwo regelmäßig meine Dokumentation hochlade. Habe ich alles wegabstrahiert. Und im Optimalfall habe ich in so einem großen Kollektiv Leute, die interessieren sich vielleicht gar nicht für Puppet, wie auch hier einige, aber die interessieren sich vielleicht für CI-Systeme, für irgendwelche APIs und wollen damit rumspielen und die können sich dann darum kümmern, na, wie baue ich denn diesen Generator zusammen, dass der auf GitLab funktioniert, dass der auf GitHub funktioniert. So, da muss ich irgendwie nur so ein bisschen JSON mit rumtransformieren und am Ende fallen dir irgendwelche Jobs raus. So, und dadurch, dass wir so eine große Gruppe gibt, so eine große Gruppe sind, haben wir für jedes dieser Aufgabengebiete mittlerweile so einzelne Leute und jeder, der irgendwie Bock hat, mit GitHub-APIs zu spielen, kümmert sich halt um das Tool und jeder, der Bock hat, irgendwie Puppet-Code zu schreiben, muss sich damit nicht beschäftigen, kann sich auf das Puppet-Modul fokussieren. Den ganzen Krams wollen wir aber nicht immer von Hand kopieren, von A nach B. Und es gibt auch immer so ein paar andere Dateien, die in jedem Modul identisch sind oder ziemlich ähnlich. Zum Beispiel so eine Contributing-MD, wo irgendwie drin steht, wie ich denn überhaupt die Tests lokal ausführe. Und auch diese Dateien muss ich ja vielleicht irgendwie verteilen, wenn ich mehr als ein Softwareprojekt habe. Auch dafür gibt es ein Tool, nennt sich Module-Sync, ist von der Benamung her eigentlich ein bisschen dumm. Eigentlich müsste das Repo-Sync heißen oder sowas in der Art. Und da geht es darum, dass ich eine Liste an Templates habe oder statischen Dateien und vielleicht Variablen für meine Templates und eine Liste an Git-Repositories. Und dann iteriere ich über meine Liste an Repositories drüber und für jedes dieser Git-Repositories kann ich die verschiedenen Templates für die einzelnen Dateien anwenden. So, und wenn wir jetzt sagen, es gibt so eine Contributing-MD, die überall identisch ist, dann kann ich die an zentraler Stelle pflegen. Dafür haben wir so ein Config-Repo. Da kommt irgendwie alles rein, was in alle Module soll. Und das Tool kümmert sich dann darum, über alle Git-Repos zu iterieren, die in so einer YAML-Datei stehen und wendet für jedes dieser Module entsprechend Templates an, die unter Module-Root liegen und kopiert die da entsprechend hin. Das funktioniert mit jedem Git-Repo, ist überhaupt nicht Puppet-spezifisch. Das kann auch automatisch Pull-Requests aufmachen in den einzelnen Repos. Das geht mit GitLab und GitHub, jeweils mit der Enterprise-Version und auch On-Premise. Und ja, sobald ich irgendwie 4, 5 Repos habe, egal ob das Python-Code ist oder irgendwas anderes, kann ich das schön über dieses Tool verwalten und kann damit meinen Boilerplate-Code irgendwie an zentraler Stelle verwalten. Und auch hier habe ich dann wieder den Vorteil, jemand, der sich irgendwie für Englisch interessiert, kümmert sich vielleicht um diese Contributing-MD und schaut, dass da keine Tippfehler drin sind, dass das leicht verständlich ist und dass das immer up-to-date ist. Und das muss nicht mal zwingend irgendeine technische Person sein. So. Aber diese Änderung, die mache ich dann an zentraler Stelle und wer sich dann für dieses Entwicklerkollektiv als Ganzes interessiert, der kann sich dann darum kümmern, das Module-Sync einmal auszuführen und diese Änderung an alle Repositories zu verteilen. Und die Leute, die entsprechend sich dann nur auf den Puppet-Code fokussieren wollen oder nur auf unser Go-Projekt, kümmern sich halt nur um dieses eine spezifische Projekt. Und alles, was irgendwie mal optional ist oder zu dem eigentlichen Softwareentwicklung drumherum kommt, ist dann halt schön wegabstrahiert. So. Und das sind halt so diese Punkte, mit denen Vox Populi eigentlich relativ effizient ist und mit denen wir halt auch so gut gewachsen sind. Wir dokumentieren halt von Anfang an, wie wir arbeiten und schreiben das halt auch auf und haben da auch festgestellt, hey, wenn wir das so machen, das ist nicht spezifisch für Open-Source-Arbeit, das funktioniert auch in meiner Firma. Und gerade wenn ich remote arbeite, ist das perfekt, weil also
ob ich irgendwie einen Remote-Only-Job habe oder in einem Open-Source-Projekt mitarbeite, das ist von der Herangehensweise eigentlich das Gleiche. Und wenn ich mich für so einen Remote-Job interessiere und das vielleicht noch nicht habe und dann mal reinschnuppern möchte, kann ich schlecht irgendwie zu einer Firma gehen und sagen, hey, ich würde mal für einen Monat bei euch arbeiten und mal gucken, ob mir das gefällt, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn mir das mein aktueller Chef nicht erlaubt. Aber in so einer Open-Source-Organisation, da funktioniert das und da gibt es genug von. So. Und wenn man da einfach mal so reinschnuppern möchte, um mal zu schauen, wie ist denn so Remote-Arbeit, schaut euch Open Source an. Das ist genau das und die Pattern kann man eins zu eins übernehmen. Und dadurch, dass es so viel cooles öffentliches Tooling gibt und auch die ganzen CI-Pipelines und ich festgestellt habe, so ein Krams funktioniert irgendwie in öffentlichen Repos wesentlich besser als in irgendwelchen internen Firmen, empfehle ich mittlerweile allen, hey, schaut, wenn ihr irgendwas bauen müsst, auch wenn es für eine Firma ist, schaut, dass ihr das irgendwie öffentlich machen könnt, wenn es nicht gerade irgendwie Business-Daten enthält. Ist einfach einfacher. Und ja, wenn es einen Style-Guide gibt, für den ihr euch entschieden habt, dokumentiert das entsprechend und dokumentiert auch, wie eure Projekte entsprechend funktionieren. Wenn es irgendwie Boilerplate-Krams gibt, versucht das irgendwie zu zentralisieren, sei es, wenn es so eine irgendwie Contributing-MD ist oder auch einfach so eine CI-Konfiguration, schaut, dass man das irgendwie alles zentral managt und irgendwie so ein bisschen wegabstrahiert, damit man sich die Arbeit so ein bisschen aufteilen kann. Und ja, damit kommen wir dann auch schon zum Ende. Wenn einer noch Fragen hat, wir sind aktiv im IRC, wir haben auch eine Mailingliste, man kann mich auch direkt erreichen. Wenn sich auch noch die Slides anschauen möchte, die gibt es auch alle online und im Hintergrund sieht man die ganze Zeit so komische Fingerpuppen, die auch hier vorne hängen. Ich habe hier auch noch mehr davon liegen und ich habe auch noch Sticker. Das ist das offizielle Logo von Vox Populi. Das sind handgehäkelte Figuren und ja, wer gleich die ersten drei Fragen stellt, kann gerne so eine Figur haben, wenn er möchte. Das war's. Dankeschön. Vielen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Freiwillige voran? Dann würde ich mal die erste Frage stellen. Du hattest irgendwo was mit JQ gemacht? Ja. Und hattest dann in diesen Klammern jeweils eine Null drin? Ja. Warum steht da eine Null? Ich habe einen Requirements ist ein Hash? Nee, ist ein Array und die Null sagt mir, gib mir das erste Element aus dem Array und das ist entsprechend die Ausgabe hier unten. Genauso Operating System Support ist auch ein Array aus dieser Datei und da gebe ich mir jetzt auch einfach das erste Element raus und das ist das, was wir hier unten entsprechend sehen. Ja, okay. Und was machst du, wenn da jetzt mehrere Arrays drin sind? Also die GitHub... Dann müsstest du ja drüber iterieren, ne? Richtig. Das ist das, was unser Matrix-Generator macht für die CI-Pipeline. Der iteriert entsprechend über alle Elemente drüber. Das war jetzt hier nur exemplarisch, um mal zu zeigen, was steht denn überhaupt in dieser JSON-Datei drin, weil die an sich wäre zu lang, um die auf die Slide zu packen. Deshalb habe ich hier nur die zwei Elemente exemplarisch dargestellt. Okay, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum, nachdem ich jetzt mal die erste Frage gestellt habe? Oh, da sehe ich Hände. Ich leite mal weiter. Ja, dann fange ich mal an. Ja, coole Sache. Was mich voll interessieren würde, wie so euer Anfangsprozess war. Ich meine, jetzt cooler Status, aber wie ist halt zur Gründung? Die Motivation ist klar, aber habt ihr euch dann irgendwie bei einer Konferenz alle mal gedacht, ja, jetzt gründen wir das halt einfach oder wie machen wir das? Weil so aus dem Nichts dann so weitere Maintainer von Einzelprojekten anzusprechen, wird es ja nicht gewesen sein, oder? Es gab mal eine Puppet-Konferenz 2012, 13 rum, wo einfach ganz viele Leute waren, die
ihr eigenes Open-Source-Projekt aus diesem Ökosystem hatten. Und die saßen irgendwie abends alle beim Bier zusammen und dachten so, oh, das ist alles so schlecht und oh, ich stehe kurz vorm Burnout oder ich habe das schon hinter mir. Also den Leuten ging es wirklich nicht gut, weil auch Puppet gerade so echt durch die Decke gegangen ist und da ziemlich viel an Wachstum hatte. Und da kamen dann in sehr kurzer Zeit sehr viele neue User für die einzelnen Projekte zusammen. Und hat man auch festgestellt, okay, wir alle können irgendwie ganz cool Puppet-Code schreiben. Wir sind aber ziemlich schlecht darin, mit Menschen in GitHub-Issues zu interagieren. Und irgendwie, so CI gab es damals noch nicht umsonst bei GitHub. Dann gab es dann irgendwann Travis, die Firma aus Berlin, die das angeboten hat. Das war aber alles komisch zu konfigurieren. Und zweimal am Tag war die Scheiße irgendwie down und man wusste nicht, wieso. Und habe ich gesagt, okay, es wäre irgendwie cooler, wenn es vielleicht nur einen gibt und der kümmert sich erstmal primär um diesen ganzen CI-Krams. Damit das den allen erstmal so allen von der Backe ist. Und so hat sich dann irgendwann so diese Community gegründet. Und dann dachte man sich, hey, wir brauchen einen coolen Namen aus dem Puppet-Ökosystem, also nennen wir uns kreativ Puppet-Community. Und dann dachte die Firma Puppet, Moment mal, wir haben da Markenrechte. Vielleicht ist das nicht ganz so optimal. Und seitdem, so 2014, 2015, gibt es dann den Namen Vox Populi und seitdem ist das alles so gewachsen. Ja. Also du hast jetzt hier diese ganzen, das ganze Tooling vorgestellt, was sehr cool ist, aber du hast ganz am Anfang die Community gehabt und das Programmmanagement-Komitee und du meintest, hier wird alles abgestimmt in der Community und wie organisiert ihr das dann? Wie macht ihr die Kommunikation? Wie laufen die Abstimmungen? Wie wird dieses Programmmanagement-Komitee bestimmt? Also wenn es irgendwelche Entscheidungen gibt, wirklich meistens irgendwie so Style Guide oder wie lange wollen wir irgendwie Debian Old Stable supporten oder sowas, da haben wir ein Repo auf GitHub, da macht jemand ein Issue auf und schreibt da rein mit Debian, Situation unklar, wollen wir Old Stable supporten? Ja, nein. So, und dann können die Leute da entsprechend drunter kommentieren und diskutieren und man kann auf GitHub dann irgendwie so ganz simpel so ein Voting machen mit irgendwie Daumen hoch, Daumen runter und dann kann man am Ende zählen, okay, was hat eigentlich jetzt gewonnen? So, und wir als Project Management Komitee, wir schauen dann drüber und überlegen, welche Tragweite hat denn diese Entscheidung? Also mal so ein komplettes Betriebssystem rauszuschmeißen, das ist vielleicht nur ein bisschen schwerwiegender, als wenn wir sagen, wir rücken jetzt alles mit drei Leerzeichen ein, weil wir wollen Leute ärgern oder so. Also damit ärgern wir primär uns, aber niemand anders. Das ist dann vielleicht als Gesamt nicht ganz so schlimm. Und dementsprechend schaut man dann, wie lange man das denn diskutieren lässt. Und meistens pendelt sich das dann so bei einer Woche bis einen Monat ein und irgendwann antwortet dann auch keiner mehr oder es gibt eine klare Mehrheit. Und genau, dann hat man halt sich für irgendwas entschieden. Bei der Wahl zum PMC ist es so, das PMC selbst bestimmt einen Election Officer, so macht es auch die OpenStack Foundation, das ist halt irgendeiner aus der Community und der ruft dann quasi eine Wahl aus und sagt erstmal, hey, wir fangen jetzt an und die nächsten 6 Wochen können sich Leute bewerben, die irgendwie ins Project Management Committee reinkommen sollen. Und was davon die genauen Aufgaben sind, haben wir auch alles entsprechend dokumentiert. Der sammelt dann erstmal Bewerbungen. Wir haben ein Jahr gehabt, da gab es 5 Bewerbungen. Wir haben aber auch in der Satzung drinstehen, es sollen 5 Leute sein. Hat er auch gesagt, ja gut, dann gibt es ja keine Wahl. Es gibt 5 Bewerbungen, nehmen wir die 5. Und ansonsten entscheidet der dann auch, wie die Wahl gemacht wird. Das ist dann in der Regel eine geheime Abstimmung auf irgendeiner Webseite. Und dann sieht man halt am Ende, wer hat die meisten Stimmen und die 5 mit den meisten Stimmen haben dann die Arschkarte, müssen es machen für ein Jahr. Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Ich finde auch die organisatorischen Fragen interessant, auch das Committee, das du genannt hast, oder das Lazy Consensus. Ja, Lazy Consensus Modell. Ich frage mich, ob ihr in organisatorischen Fragen auch Experten habt, zum Beispiel Projektmanager oder ähnliches, beziehungsweise andersrum gefragt, wer von euch sind nicht Entwickler primär? Also wir haben Leute, die sind zum Beispiel Bilanzbuchhalter.
So, das ist dann meistens die Frau, die Freundin, der Freund oder so von irgendeinem Techniker und die kommen dann darüber zu uns. Wir können jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren Spenden akzeptieren über GitHub Sponsors und da haben wir dann halt eine Person, die guckt da regelmäßig drüber, wofür gibt es eigentlich Abbuchungen auf der Kreditkarte, gibt es da eine Rechnung zu uns und Krams. Aber es ist eine komplett nicht technische Person. Genauso haben wir irgendwann irgendwie Marketing-Leute gefunden und die haben sich dann so ein bisschen um die Texte gekümmert, die auf unserer Webseite sind. Oder irgendwelche Frontend-Designer, die gesagt haben, ey, ihr habt irgendwie eine 12 Jahre alte CSS-Bibliothek auf der Webseite, ich könnte euch die mal updaten, wenn ihr wollt. Und so trifft man halt irgendwie hin und wieder auch so auf Konferenzen hier irgendwelche Leute, die thematisch eigentlich ganz gut zu dem passen, vielleicht auch nur zu Randgebieten, mit denen wir was zu tun haben. Und so wächst das dann eigentlich organisch ganz gut. Und wir haben da auch Leute, die sind irgendwie primär Projektmanager in irgendwelchen IT-Firmen, die dann irgendwie mal was über Vox Populi gehört haben. Und die kümmern sich dann im Hintergrund auch so ein bisschen um die Organisation. Ja. Cool, danke. Meine Frage basiert auf der Annahme, dass ihr ganz viele Einzelprojekte habt, die die Synergieeffekte nutzen. Ist die Annahme richtig? Ja. Okay, dann ergibt meine Frage Sinn. Habt ihr neben dem Tooling und CI und Boilerplate Synergieeffekt, den Effekten zusätzlich auch Sachen, dass ihr Cross-Reviews zwischen einzelnen Unterprojekten macht? Ja. Oder dass ihr so Sachen wie Urlaubsvertretung zwischen den Projekten macht? Ja, absolut. Also wir haben den Vorteil, ich kann immer sagen, ja, das ist Open Source, das ist alles Best Effort. Da kann keine Firma erwarten, dass irgendwie 24/7 verfügbar für die sind, außer die bezahlen uns dafür. Aber wir haben, das habe ich vorhin gesagt, 190 Puppet-Module oder irgendwie sowas und 60 Ruby-Gems. Es gibt halt von denen, nicht, dass ich die Zahlen durcheinander werfe, um die 200 Leute oder was, ganz, ganz viele, die sich eigentlich nur primär um ein einzelnes Projekt kümmern und auch nur da wirkliche Experten sind. Aber die haben in der Regel auch Merge-Rechte auf ganz viele andere Repos. Und die werden dann alle regelmäßig gefragt und auch die kriegen, wenn sie wollen, eine E-Mail über jeden Pull-Request, der reinkommt, egal in welchem Repo. Und wenn da jemand der Meinung ist, er kann da seinen Senf zu irgendwas geben, ist er dazu immer eingeladen und das funktioniert sehr, sehr gut. Und da haben wir halt auch festgestellt, also diese Synergieeffekte, die funktionieren wirklich, wirklich toll, weil dann Leute auch sehen, okay, ich kenne mich vielleicht jetzt mittlerweile ganz gut mit Puppet aus und jetzt gibt es hier ein Modul irgendwie Postgres, ich habe von Postgres keine Ahnung. Aber einen Großteil der Pull-Requests kann ich einfach trotzdem reviewen, weil da muss ich halt nur ein bisschen Puppet-Code lesen und der Rest ergibt sich dann. Und ja, ich denke, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Du hast eben gesagt, dass du quasi freiberuflich für große Unternehmen arbeitest oder für andere Unternehmen arbeitest. Und ich nehme an, du arbeitest da auch vorwiegend im Puppet-Umfeld. Ja. Oder? Ja. Und hast du da mal erlebt, dass die Unternehmen dadurch auf Vox Populi aufmerksam werden und die Idee cool finden und sich da irgendwie beteiligen? Oder ist das für die so ein... das ist ein Hobby und da wollen wir gar nicht so genau reingehen. Also ich bin fest angestellt bei Betadots, das ist das komische B da unten in der Ecke. Wir sind so eine kleine Consulting-Firma mit 5 Leuten. Und das kommt dann öfter mal vor, dass Kunden sagen, mit, ey, wir brauchen irgendwie einen Puppet-Experten oder einen Linux-Architekten. Und dann kreuze ich da im ersten Meeting auf, die kennen in der Regel meinen Namen nicht. Die kennen aber dieses verstörende Bild mit dem Patchkabel. Ja, und also ich patche seit 10 Jahren an Puppet-Modulen rum. Nicht nur bei Vox Populi, auch bei denen die Puppet Labs gehören. Bei einem Großteil aller Repos in dem Ökosystem habe ich Schreibrechte und habe die schon mal gefixt oder meistens auch kaputt gemacht. Und die Leute kennen Vox Populi und die wissen das sehr zu schätzen. Viele Kunden sagen auch, wenn sie irgendein Puppet-Modul suchen, Postgres zum Beispiel, gibt eine Webseite, da kann jeder so Module hochladen, forge.puppet.com und die schauen dann schon, wer ist denn der Autor davon. Und mittlerweile scheint da Vox Populi irgendwie auch so als Qualität zu zählen und die Leute bevorzugen das. Weil sie halt nicht nur wissen, dass der Code einigermaßen funktioniert, sondern dahinter
gibt es eigentlich immer eine funktionierende Pipeline und ich habe ein Kollektiv an Leuten, das ich fragen kann. Und im Zweifelsfall, wenn die Firmen damit nicht weiterkommen und Probleme haben oder Bug Reports, wir haben halt auch viele Consultants bei uns. Und dann kann man sich melden und sagt, ey, also ich habe hier Problem X, kann mir das mal einer einbauen, ich bezahle da auch Geld für. Funktioniert auch wunderbar. Und ja, also auch wenn einer irgendwie Freelancer ist und möchte sich irgendwie beteiligen, auch darüber kommt man eigentlich ganz gut an Aufträge, das klappt. Ja, cool, danke dir. Jo. Also erstmal vielen Dank für die harte Arbeit, die ihr da reinsteckt. Das Tooling ist nicht nur für Puppet, sondern für vieles andere auch sehr interessant, muss ich sagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid ja richtig basisdemokratisch aufgestellt. Wie geht denn ihr im Komitee damit um, wenn die Mehrheit der Collaborator eine kontroverse Entscheidung treffen würde, die ihr nicht wirklich, mit der ihr nicht wirklich übereinstimmen würdet? Gab es bis jetzt noch nicht. Schwer zu sagen. Also wir zählen ja auch zu den Collaborators, die 5 PMC-Leute, und haben da auch eine persönliche Meinung, die man mit reinbringen kann. Und also, ich behaupte, die meisten kontroversen Entscheidungen kommen von mir, weil ich irgendwie alte Betriebssysteme raustreten möchte oder sage, CentOS 7, brauchen wir den Scheiß wirklich noch? Oder können die Leute nicht mal updaten? Und dann sagen die meisten, nee, ich will das haben. Ich sage, ja, okay. So. Das läuft dann eher in die Richtung. Aber ich glaube, so eine wirklich kontroverse Meinung gab es da noch nicht. Und also formal kann das PMC dann eine Entscheidung treffen oder hat eine weitere Stimme, aber die haben wir effektiv so noch nie gebraucht, weil wir bis jetzt eigentlich immer eine klare Mehrheit für irgendeine Entscheidung hatten. Wir mussten vielleicht ein paar Mal darauf achten, wie lange man denn irgendwas diskutieren möchte und drauf schauen mit, ah, es ist vielleicht irgendwie gerade Urlaubszeit, wir sollten noch mal ein bisschen warten. Das haben wir schon gemacht, aber wir mussten da bis jetzt noch nie Partei ergreifen. Das gab es nicht.